Philipp Lahm, der FC Bayern hat uns viele schöne Spiele beschert und den Fans. Was war aber bitte heute los? Ja, wir haben natürlich durch ein Freistoß-Tor früh in Rückstand gegangen. Und dann, wir haben einige Schaden gehabt, auch vor dem 1-0. Die ersten Riesenschaden hatten wir, aber insgesamt war es zu wenig. Und wir kriegen zu einfache Tore einfach. Es ist aufgefallen, was schon in einigen Spielen vorher manchmal war, dass das Spielfeld viel zu groß war. Ihr wart viel zu weit auseinandergestanden. Wenn man jetzt sowas im Vorfeld weiß, gerade bei dieser Mannschaft, warum hat es denn heute überhaupt nicht geklappt? Ja, es ist schwer, so kurz nach der Niederlage, nach Ausscheiden, da Worte zu finden. Aber wir haben uns vorgenommen, dass wir höher stehen, aber natürlich nach dem 1-0 mussten wir das Spiel machen und sind aber trotzdem nicht ins Spiel gekommen. Sind Sie genauso enttäuscht von der Leistung wie die meisten Fans, sicher auch zu Hause? Denn das war ja eigentlich nicht Bayern-like, was heute abgeliefert wurde. Ja, wir hatten in der Saison gute Spiele, deswegen, man darf nicht alles schlecht reden, aber heute ist ganz klar, wir haben heute schlecht gespielt, auch im Hinspiel. Die letzten 30 Minuten haben wir auch schon schlecht gespielt und dann auch verdient ausgeschieden. Wenigstens können Sie sich auf die Meisterfeier freuen, ist auch mal was. Danke.